Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Dynamo! 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 Die Art und Weise, wie wir die zwei Spiele gespielt haben, muss ich sagen, haben mich schwer beeindruckt. Also, dass die Jungs sehr müde waren, das war von vornherein klar. Ich habe versucht, den Jungs in der Mannschaft zu sprechen, bei beiden Mannschaften mit auf den Weg zu geben. Wenn man müde ist, muss man sehr diszipliniert spielen, muss man gegen den Ball eine super Ordnung haben. Ich will Teamgeist sehen, ich will eine Mannschaft sehen, die zusammen spricht, die zusammen arbeitet. Und das haben beide Mannschaften wirklich glänzend gemacht. Also beide Gegner haben kaum Tormöglichkeiten gegen uns bekommen. Auch über die 90 Minuten eben gesehen, wo natürlich, sag ich mal, die letzten 20, 25 Minuten dann besonders wehtun. Und das muss ich sagen, das war klasse, dass wir jetzt im zweiten Spiel gegen Rubinsa Kasan natürlich noch 3 Tore gemacht haben. Glaube ich, ist so ein bisschen Balsam für die Seele, für die Mannschaft, dass sie weiß, sie ist auf dem richtigen Weg. Denn ich sag mal, auch gegen Austria Wien hatten wir 5, 6 sehr, sehr gute Tormöglichkeiten. Der Torwart hat 2, 3 glänzende Bälle gehalten und von daher muss ich sagen, ja, also bin ein Stück weit positiv überrascht, dass wir den heutigen Tag so gut hinter uns gebracht haben. Der Trainer überlegt sich jetzt, ob wir nicht vielleicht noch mehr trainieren sollen. Aber ich denke mal, es wird morgen beim Regenerationstag bleiben und dann werden wir dann ab Dienstag in den nächsten 3 Wochen an unserer Frische arbeiten, an unserer Spritzigkeit, Dynamik und ja, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Paul, dein erster Assist, wie hat sich das Spiel für dich gegen Rubin Kasan, großer Name, heute angefühlt? Ja, ich denke mal, es war ein gutes Testspiel für uns alle. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt, sehr engagiert. Dass da das ein oder andere Mal was nicht klappt, ist, denke ich mal, verständlich nach den paar Tagen. Und ja, dass der Assist mir gelingt, weiß nicht, ob es eine Belohnung ist. Ich denke ja nicht, es war aus der Situation des Spiels raus. Und von daher, ich bin zufrieden und freue mich natürlich darüber. Warst du ein bisschen traurig, dass der hart und platziert geschossene Schuss nicht direkt ins Tor gegangen? Nein, ich hatte es am Anfang nicht ganz gesehen. Ich dachte erst, er geht rein, doch dann hat er so noch gehalten. Und am Ende ist das Ding drin und das ist das, was zählt, denke ich. Egal, ob es von mir oder vom Adam. Und ja, war verdient. Er hat sich auch verdient durch seine Leistung im letzten Spiel und in den ganzen Trainingseinheiten. Und von daher kann man damit sagen, ist es okay. Marco, nach einer langen Verletzungszeit und immer wieder Rückschlägen bist du jetzt im Trainingslager wieder ins Training eingestiegen und hast dich heute mit einem Tor belohnt, wo man das Gefühl hatte, es fehlte nie viel, dass der Gegenspieler gleich mit ins Tor fällt. War das purer Wille? Wolltest du das Tor unbedingt? Ja, also wir hatten im Training heute einstudiert, ich gehe erster Pfosten und nach der Ecke, der abgewehrt wurde, kam er wieder zu Kempi. Erster Pfosten, der Ball kam und ich dachte eigentlich, dass mein Gegenspieler ein bisschen vor mir ist, aber im letzten Moment kriege ich den vor den Schädel. Ja, vom Gefühl wäre 10 Meter drüber gegangen, aber irgendwie lag er drin. Das war ja alles so ein bisschen mit reingeworfen und gereicht im Endeffekt. Die Mannschaft hast du zwar nie gesehen, die gegen Austria Wien gespielt hat, aber die hat ähnlich wie ihr gespielt, also mit einer extremen Leidenschaft, mit einem großen Willen, so über die Schmerzgrenze hinauszugehen. War es genau das, was der Trainer euch mit auf den Weg gegeben hat heute? Ja, na klar, das war seine Einstellung. Wir sind körperlich im Moment vielleicht nicht so frisch, dass man so ein Spiel einfach begeht, dass man das Gefühl hat, es geht heute einfach. Aber das in meinen Augen als Fußballer ist dann wichtig, gegen seinen Willen anzukämpfen. Und es ist nicht verkehrt, wenn man das gerade in der Vorbereitung auch schult, dagegen anzukämpfen, weil es wird in der Saison häufiger auf uns zukommen. Wie würdest du das beschreiben? Wo steht ihr im Moment und wie viel fehlt euch noch, um nach ganz vorn zu kommen, um in 3 Wochen gegen Union Berlin dort zu sein, wo ihr sein wollt? Ich denke, man muss realistisch sein. Die letzten beiden Testspiele waren wahrscheinlich nicht so befriedigend, unabhängig davon, wie wir im Training stehen. Heute darf man nicht anfangen zu träumen. Ich denke, es war auch nicht die beste Elf von Kasan. Wir haben aber trotzdem guten Fußball gespielt. Das, was uns gerade Freitag in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt hat, so das von hinten raus ordentlich zu öffnen, das hat heute sehr gut geklappt, denke ich. Haben uns gute Chancen rausgespielt und da müssen wir halt weitermachen. Und ja, ich denke, da haben wir noch 3 Wochen Zeit dran zu arbeiten und ich glaube, das kriegen wir hin.